Aber wollen wir das? Wollen wir jetzt diesen Stress uns unnötig machen? Oder sagen wir erstmal so Scheiß drauf, ne? Wir gehen auf Ägypten drauf. Hier auf erstmal auf Jeddah. Weil da können wir dann auch die Kriegselefanten uns holen von den Söldnern. Sonst machen wir das. Ich hoffe, wir können es hier vorbeimogeln. Aber da habe ich mehr Bock drauf, als jetzt einfach tatsächlich hinterrücks die Byzantiner anzugreifen. Mit denen haben wir halt auch nichts zu schaffen. Hallo? Okay, folgendes. Die werden nächste Runde Aleppo angreifen. Davon bin ich sehr sicher. Und wir wollen, dass sich die Timuriden ausbreiten. Wir wollen hier eine richtig gefährliche Macht haben gegen uns. Deswegen machen wir jetzt folgendes. Es ist riskant, aber könnte lustig werden. Aber wo geht der denn lang? Da sollte der gar nicht lang, aber gut. Wir gehen hier einfach raus. Die können jetzt einfach reingehen. Ist mir scheißegal. Die müssen da nicht mal einen Krieg mit uns anfangen. Die können einfach rein. Oder haben sie direkt eine zweite Siedlung mit einer dicken Festung? Wir sind jetzt gerade wahnsinnig nett. Mal gucken. Finde ich sehr interessant dann. So, meiner wird belagert. Mehr können wir gerade nicht, glaube ich, so großartig mehr tun. Dann kommt, zack. Kommt, gönnt euch die Siedlung. Ich schenke sie euch ja wirklich direkt. Das ist eine krasse Festung. Habt ihr euch die nicht geholt? Sie greifen wirklich meine Armee an? Oh, Leute, Aleppo ist frei. Geht doch bitte gleich da rein. Scheiße. Oh, da gehen die Timuriden jetzt in Echtzeit auf offener Schlacht. Alter, auf offenem Schlachtfeld ist schon eklig. Guck mal, der Große ist auch dabei hier, Alter. Kannst du knicken. Da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich auch keine, nicht so wirklich Lust, diesen Kampf zu führen, weil den werden wir verlieren. Ja. Sind wir doch wieder in der Aleppo drin, ne? Ich wollte nett sein. Dann halt nicht. So, hier können wir eine neue Armee einmal machen. Aufstand Aleppo. Der hat sich gleich wieder gelegt, der Aufstand, denke ich. Ja. Werden wir halt drin bleiben, aber nichts mehr herstellen. Okay, Timurinen haben nicht lange gefackelt und haben direkt Krieg mit uns angefangen. Na gut, wenn das denn sein soll. Gut, aber dass die einen auch in Ruhe lassen, ist auch sehr unwahrscheinlich. Müsste man ja auch einfach mal sagen. Warte mal. Geht immer raus und ladet euch einfach sonst einfach mal in Toulouse wieder auf. So, mal dann hören wir auf zu belagern erstmal. Und bleiben gerne erstmal wieder hier stehen. Ich weiß, dass wir das hätten ja auch einnehmen können, aber hier wird ja wieder Stress gemacht. So. England sollen wir auch warten. Ja, ärgerlich. Beendet die Feindschaft hier, beendet die Feindschaft da. Na gut, na gut. Komm, du nimmst aber die Armee jetzt, damit die wenigstens sicher irgendwie und ist und nicht irgendwie zum Rebellen wird. Also jetzt gerade ist eigentlich so unser einziges Ziel, was wir gerade angreifen dürfen, offiziell, sage ich mal, Frankreich. Und ich sage euch so, wie es ist. Wird schon schmecken. Dann würde ich sagen, aber Frankreich. Hier nehmen wir noch was mit. Und zwar... So. Warte. So. Ab nach Reims. Weil krasse Einheiten dürften die da eh nicht mehr drin haben. Also keine Festungseinheiten auf jeden Fall. Hier stellen wir direkt nochmal was hinterher. So. Kollege Schnürschurz, seine volle Armee. Wo gehst du denn am besten? Weißt du was, du gehst mal nach Sizilien runter. Wir wollen eigentlich sowieso eine neue Flotte gleich mal machen. Weil die hier so langsam, glaube ich, nicht mehr wirklich taugt. Also sonst fährst du hoch und holst mal den Kollegen da oben ab, damit er mal nach... Keine Ahnung, dann kann der nach Palermo. Hier warten wir noch ein bisschen ab. Hier hauen wir wieder ab, das ist aber schon geplant. Hier wird gebaut, sehr gut. So. Versuchen wir. Wir versuchen es mal. Manchmal hat man da ja ein bisschen Glück. So, Aleppo wird belagert, das ist uns egal. Und ich sage euch, so wie es ist, das machen wir auch direkt mal fertig hier, damit die halt auch die Siedlung haben. Ne, wir spielen halt wirklich den Timurin gerade in die Karten, aber das will ich ja auch. So, bitteschön, da haben sie Aleppo. Glückwunsch. Alles nach Plan. Noch auf jeden Fall. So, was? Warte mal. Oh, Venedig hat mir den Krieg erklärt. Hör mir auf. Warum müssen sie so etwas tun, Venedig? Ja, mein Herr. Das schmeckt nicht. Das schmeckt ganz... Also, es schmeckt in dem Sinne jetzt, dass wir halt jetzt ein neues Ziel theoretisch haben, ne? Lass mich zuschlagen. Na, dann lass mich mal raus hier. Ja. Dann gehe ich nach Venedig durch. Dann kommen auch gleich bestimmt die Mailänder. Ja, das ist alles... Naja. Warte mal.
Jetzt habe ich es weggeklickt, ne? Mailand ist exkommuniziert, ne? Sprich, Mailand ist wieder offen. Wem stehe ich gegenüber? Ja. Na dann. Da kennen wir doch gar nichts. Mailand ist wieder frei. Sehr gut. Weißt du was, dann doch gehst du doch nicht nach Palermo, dann gehst du jetzt erstmal wieder nach Mailand mit rüber. Damit wir die da wegkriegen und dann können wir direkt nach Venedig durchlaufen. Aufgeschissen. So, Palermo greifen wir an. Können wir theoretisch auch schon angreifen mit der Kanone. Aber wir machen das mal auf Nummer sicher. So, jetzt nach Reims direkt durch, nach zur Hauptstadt. Hier stellen wir gerne noch ein bisschen was her. England, wie gesagt, warten wir gerne keinen Augenblick. Damit habe ich kein Problem. Hier würde ich jetzt auch nicht mehr so viel herstellen wollen am Rand. Damit wir unsere ganzen Truppen halt weiter hier herstellen jetzt und nicht immer noch so weiter hinten da. Du bekommst eine Armee auf jeden Fall. Da kannst du davon ausgehen. Jetzt kriegst du ein paar Gendarmen mit und ein paar Teriko-Speermänner. Ja, damit wir die auch immer schön herstellen, die Truppen. Davon ein paar. Davon welche. Sehr gut. Das wird immer noch nach oben, wie sich das gehört. Und können wir jetzt gerade erstmal hier nichts. Wir haben jetzt eine kleine Armee drin. Würde ich gerne wirklich nach Jeddah durchlaufen lassen. Aber die... Oder wir holen uns Gaza als Bollwerk. Doch geschissen, wir versuchen es, oder? Vielleicht greift der Typ mich ja dann nicht an. Vielleicht können wir den triggern, indem ich hier eine Truppe rausstelle. Vielleicht greift er dann hier die kleine Truppe an. Na, weißt du, versuchen wir sowas hier. Auf den Modus. Muss unbedingt hier unten mehr herstellen. Das heißt, ich brauche Geld. Wobei ich hier nächste Runde Kanonentürme habe. Das ist halt strong. Oh. Geil, was hier oben auf jeden Fall passiert. Das könnte sehr spannend werden jetzt. Jetzt hat halt Morinam zwei Siedlungen. Die sind eigentlich erstmal gesichert. Ne? Haben wir sie ein bisschen unterstützt? Da sage ich doch nicht nein. Ja, dieses Schiff kannst du jetzt eigentlich hier nicht mehr um das Meer rumschicken, weil das echt nicht mehr sicher ist. Ich kann es dir höchstens in die Nähe hinschicken. Jetzt geh erstmal nach oben, bitte. Tunis hätte ich jetzt mittlerweile ganz gerne. Machen wir jetzt, glaube ich, eine Echtzeitschlacht mal. Ne, dann haben wir da auch mal wieder eine Belagerungsschlacht. Ein bisschen Bodeneinheiten haben wir. Das heißt, alles dürfte mitgenommen werden. Eigentlich 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder auch nicht ganz. Ganz dramatisch. Würde ich sagen, gehen wir rein. Wobei, das ist eine Zitadelle, ne? Das könnte schon echt eklig werden. Ah, wir warten mal noch ein bisschen, vielleicht bis sie rauskommen und das ein einfacheres Spiel ist. Weil wenn ich jetzt ja vielleicht gegen Ballistentürme oder sowas kämpfe, könnte das echt schon echt wehtun. So, warte mal. Gönn dir mal bitte. Warte mal, bis wie gut bist du? Du bist extrem gut. Du bist halt nur mega alt schon, ne? Geh du mal auch dahin. So. Kaufmann dürfte unten hergestellt sein. Genau, den vergessen wir mal nicht. Und ansonsten haben wir eh kein Geld mehr, gerade sehe ich. Und Dongola können wir nächste Runde belagern. Sehr gut. Hat auch kaum Truppen. Aber unerfolgreich. Sieht so aus. Okay, wir werden angegriffen tatsächlich. Nicht von der unteren Armee, sondern von der oberen. Die auch relativ voll ist und unser Problem ist, dass wir absolute Scheißtruppen dabei haben. Das schaffen wir halt nicht. Dann kannst du ja versuchen. Das ist so meine Meinung. So, das versuchen wir direkt. Können wir das? Sieht einfach aus eigentlich, ne? Belagern wir aber nicht mal eine gewisse Weile, würde ich sagen. So. Zack. Fortschritt ist die Seite Russland, okay. Oh, da guck mal, da sind die Kanonentürme. Jetzt geht ab. Produktionsstopp. Ja, wir haben gerade vier Sachen gebaut und so. Das ist teuer. Und die Armee kam tatsächlich sogar näher. Probier Jeddah. Komm, geh runter nach Jeddah. Vielleicht schaffen wir. Ja, egal. Wir gehen dahin. Ist mir, glaube ich, neutrale Seite eingreifen. Ägypten ist mir ein leichteres Ziel auf jeden Fall als, Die Mongolen. Ich brauche Geld. Ich muss was herstellen. Was baust du, Kollege? Heißt erstmal darauf, bitte. Geld ist direkt wieder futsch. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Cagliari, dann erstmal auch egal da. Geld ist fast. Nein, nicht ganz weg. Guck mal, easy peasy. Weil hier muss ich unbedingt alle Truppen herstellen können. Hier brauche ich unbedingt welche. Ja, das möchte ich natürlich gerne halten. Können wir mal machen, auch Spaß. Okay, geht nicht. Ich glaube, oh, das haben sie schon eingenommen. Okay, die sind gerade tatsächlich schneller, als ich dachte. Das ist spannend. Ah, dann, wie gesagt, wir stellen unsere Spione überall hier hin. Wir schön alles im Blick haben.
Interessant, interessant, was sich da so abspielt. Kannst du meinetwegen erstmal wieder in den Hafen rein. Wie gesagt, ich greife die Byzantiner jetzt nicht an. Das wäre natürlich easy, Nikosia einzunehmen, aber machen wir jetzt einfach nicht. Lorenz ist ein bisschen sauer, das ist kein Problem. Stellen wir einfach ein bisschen was her. Geld haben wir jetzt dann wieder ein bisschen. Mailand ist gerade ein einfaches Ziel. Oh, das sind gar nicht so wenig Truppen. Aber sehr viele Fernkämpfer, die könnten wir mit einer großen Kavalleriesarmee abwehren. Haben wir noch dabei? Der ist drinne, das ist eher irrelevant. Das kann unsere Bufu-Soldaten können das machen. Ja. Okay. Das ist aber schon nichts auf unserer Seite. Ich habe aber das Gefühl, dass wir die Armee hier schon gut abfangen können, weil die ist nicht in der Festung drin. Die ist nicht in der Stadt drin. Die kommt erst angelaufen. Die kämpfen dann meistens nicht unbedingt, wenn sie zur Stadt hinlaufen. Dann kämpfen die weniger. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach so. No risk, no fun. Wäre schon ein krasser Sieg. Und ich habe das Gefühl, dass wir das schaffen könnten. Rein da. So. Wäre schon ziemlich lecker, wenn wir Mailand jetzt bekommen würden. Allein auch schon, weil wir jetzt das Geld von Aleppo nicht mehr bekommen. Wäre Mailand doch ein schöner Ausgleich, möchte ich meinen, oder? Würden wir dann, glaube ich, auch nur ausrauben und nicht ausradieren. Wenn wir das schön Geld mitnehmen können. So, Positionierung starten. Jetzt einmal kurz schauen. So, das, was in der Siedlung direkt drin ist, ist nicht absolut heavy, würde ich sagen. So, er hat ja nur einen einzigen Ring, Mauerring. Das ist dann ja entspannt, vom Ding her. Die lassen wir hinterherlaufen. Genauso wie die. Wir haben auch Schweizer Pinkeniere, sehr gute Einheiten. So. Na, drei. So, und die ganze Kavallerie, das werden jetzt zwei Armeen, zwei große. Ja, ich weiß nicht, von wo die Verstärkung kommt, die große. Da werden wir unsere Kavallerie auch direkt hinschicken. Ich sag euch so, wie das ist. So. Hier nochmal, zweite Armee. Zack. General, erstmal hier hin. Schlacht starten. So, die große Armee ist rechts. Okay, alles klar. Ne, nochmal lieber raufschicken, besser ist. Die Mauern sind besetzt. Okay. Das ist aber kein Problem. Jetzt schicken wir euch einfach ganz nah an die Mauer ran. Hat eigentlich bisher immer ganz gut funktioniert, möchte ich meinen. So. So, die große Armee ist dort hinten. Wir wollen natürlich nicht, dass die in die Stadt reinkommt und dann da mitschützt. Das wollen wir nicht, aus natürlich gutem Grund. Ihr rennt aber mal sowas von ganz schnell dahin. Oder würde ich sagen, gucken wir mal, was daraus wird. Die linken Einheiten sind uns erstmal egal. Bitte was? Warte mal. Das sind Kanonentürme, ne? Oh shit, dann solltest du auf jeden Fall wesentlich weiter nach hinten. Aber weißt du was, komm mal bitte mit drauf. Alter, Kanonentürme sind ja... Das ist böse, das ist böse. Ja, Kanonentürme, wir müssen in Bewegung bleiben, auf jeden Fall. Nur die Türme, die sie besetzt sind, schießen. Das ist wenigstens etwas. Genau, geht mal ganz nah an die Mauer bitte ran. So, Ding ist dran, sehr geil. Zack, 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 zack. Genau. Rennt mal bitte alle dran vorbei. Das ist wesentlich gesünder für euch. Gehe ich mal hart von aus. So. Die dürfen nicht auf uns schießen. Das ist ja richtig. Also Kanonentürme. Oh, böse, böse, böse. Das tut weh. Das macht es tatsächlich direkt anstrengender ein bisschen. So, ich muss ein bisschen aufpassen, dass es dann gleich wieder hakt, das Spiel. Man kennt es ja mittlerweile. Ja, da sind nicht viele Truppen. Hier ist auch direkter General. Ich hoffe, das schaffen die Truppen halt und ne, ergreifen nicht so schnell die Flucht. Deswegen ist jetzt, muss ich ein bisschen gucken halt. Ich muss halt jetzt schon raufschicken, weil die werden jetzt sofort auf mich ballern. So, ich muss jetzt hier halt volle Breitseite gehen mit dieser Armee. Könnt schon gerne näher. Nice, wir sind durch. Jetzt habe ich gerade zwei Brandherde, die ich direkt löschen muss. Stopp mal kurz. Stopp. Da muss ich kurz mal agieren. So, der Typ hat das gleich aus der Hand genommen. Ihr geht alle rein bitte und greift erstmal einfach an. Erstmal reingehen einfach. Ihr geht bitte rauf. Ihr geht bitte rauf. Ihr geht rauf. Ihr geht rauf. Genauso wie ihr und meinetwegen auch ihr. Das muss ich hier mal ganz schnell gucken. Schön von der Seite jetzt reinpreschen. Das ist jetzt uns das Wichtigste. Rauf.
rauf. Ihr steht auch viel zu weit hinten. Okay, das sieht nicht so gut hier gerade aus, muss ich gestehen. Das sind hier die Condotta. Ah, Gott. Na, lass sie meinetwegen erstmal kurz durchlaufen. Ist erstmal egal. So, ja. Feiglinge, Alter. Hauen die direkt ab. So, ihr raucht da. Nicht warten, nicht warten. Nicht warten. Ihr müsst direkt draufballern. Der General muss am besten halt schnell draufgehen, damit wir da die Kontrolle haben wieder. Rauf da. Sehr gut, die sind wieder da. Rauf auf die Armbrustschützen. General muss mitkämpfen. Genau, ballert mal da rauf. Okay, tatsächlich passiert jetzt hier gerade nichts. Ganz ehrlich. Hin. Ihr könnt das Zund auch ein bisschen halten. Hin da. Sollen wir hier schnell gucken? Weil das gerade der wichtigste Ort hier, wo wir kämpfen müssen. Ja, gefühlt ist hier gerade so niemand richtig am Gewinnen. Hier auf jeden Fall, hier auf dieser Seite. Das ist scheiße. Da kann ich mal so gut Deutsch mal sagen. Wir brauchen halt den General. So, da führt kein Weg dran vorbei. Also ohne den General kommen wir nicht weiter. Wo ist er denn? Die Moral muss zerstört werden. Da ist er. Nice, 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 nice. In dem Moment. Das war das Wichtigste jetzt. Jetzt dürfte es hoffentlich bergab gehen für die. Famiglia Ducale. Ja, tut weh, tut weh. Oh, General muss halt überleben. Das ist halt das Problem, ne? Noch mal zwei. Sehr gut. So, wir brechen jetzt hier gerade durch, weil der General down ist halt. Das war aber schon ziemlich knapp hier, muss ich gestehen. Das war wirklich knapp. Da fliehen sie alle. Auf. Das ist eine volle Armee hier, die kämpfen möchte. Weg mit denen. General muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn der darauf geht, dann ist meine ganze Armee im Arsch. Oder führen auch schon ein bisschen, muss ich gestehen. Lass sie nicht wegrennen. Stellt dich zur Not dahin und fangt sie alle ab. Die dürfen nicht reinrennen und die Kanontürme besetzen. Dann habe ich nämlich ein Problem. So, die sind drauf. So, rauf da. Wie sieht es hier auf den Mauern aus? Ah, jetzt nicht brennend geil, aber okay. Rauf da. Die halten viel zu lange durch, diese Typen hier. Jetzt, okay. Ich hab zwar gesagt, die sollen doch stehen bleiben, haben die leider nicht... Ah, vielleicht ist der Befehl auch nicht ganz durchgegangen. Rauf da. Rauf da. Rauf da. So. Genau, schön rüber da auf die Einheiten. Dürfte hoffentlich enough sein. Genau, die fliehen. Ich höre schon wieder die Kanonentürme. Komm da so nicht rein, ne? Ah, ist gut jetzt für die, schlecht für mich. Ich muss hier außen rum zu den Kanonentürmen. Scheiße. Es geht nicht anders, ich muss rein in die Stadt halt. Wie sieht das jetzt eigentlich mal hier aus? Ihr dürft hoffentlich nicht mehr so lange mitmachen, weil wir haben echt ziemlich gute Einheiten hier drin gerade. Jetzt hoffen, dass die Kanontürme jetzt uns nicht down kriegen. Oh. Die Verstärkung von den Mailändern kommt da hinten jetzt gerade. Die bleibt stehen. Okay, sehr gut für uns. Die Zeit tickt auf jeden Fall runter. Wenn die runtergetickt ist, haben wir gewonnen. Aber ich weiß nicht, ob die gleich aufhört. Nice, wichtig. Aber ich sehe gerade, da kommt einiges angelaufen. Ich glaube, der Counter wird gleich unterbrochen. Leider. Ja, der Counter ist weg. Scheiße. Ja, es war knapp, es war knapp. Genau, schön an der Wand, der Mauer entlang laufen. Dann können uns die Kanonentürme auch nichts. Rein, rein. Du kommst mit rein, keine Ahnung. Rein. Und ganz ehrlich, direkt durchrennen. Warum warten? Zack. Wir brauchen euch jetzt, ne? Also jetzt nicht in 5 Jahren. Das wäre jetzt richtig gut. Auch wenn ihr aus... Ja, ihr seid erschöpft, ich weiß. Aber es geht nicht anders. Ich brauche euch da jetzt wirklich. So, runter mit euch. Ihr könnt von der anderen Seite die angreifen. Rauf hier. In die Stadtmitte rein.
Ich weiß. Das war nicht klug, das wollte ich gar nicht. Verklickt leider. Ihr greift von der Seite bitte an. Ich bin Sandwich, ihr wisst, wie es läuft. Nein, falsch. Ah, leider die mitgenommen. So, da sind wir jetzt auch hier. Vielleicht dürfen wir die Kontrolle haben. Rauf da, rauf da. Genau, weil hier ist auch immer wichtig, Sandwichen. Jetzt kommt die Verstärkung. Ist du mir rechts, ist mir gerade erstmal egal. Was kommt denn da alles? Armbrustschützen. Nicht gefährlich, gar nicht gefährlich. Schicken wir einfach ein paar Kavalleriearmeen zurück. So, können wir jetzt machen, komm. So, holen. Holt euch die. Das ist absolut easy, die da jetzt wegzuholen. So, guck mal, die kommen jetzt angelaufen, ne? Das unterstützt du noch ganz schnell, damit die Hauptstadt nicht fällt. Aber wenn dir da sowas schon entgegenkommt, dann weißt du auch, ja, wie ist das verloren. Keine Chance, da kommst du nicht durch. Die Mitte werden wir auch halten jetzt. Aber man kann es nicht anders sagen, Kanonentürme war schon Ansage jetzt. Das war schon Ansage. Ja. So, ihr könnt euch mal kurz den da, die da kommen, das ist aber nicht gefährlich. Guter alter Ansturm, man kennt ihn. So, zack. Werden wir easy weggemacht. Was kommt da noch angelaufen? Da sind sogar ein paar Truppen noch und sogar gar nicht so schlechte. Ja. Sehr geil. Aber ich hatte auch ein Gefühl gehabt, dass wir das holen können. Muss ich sagen. Aber das lag auch nur daran, weil die volle Armee nicht in Venedig in Mailand selber drin war, sondern weil die angelaufen kam. Die konnten wir mit der Kavallerie gut überrennen. Wobei das auch schon ein bisschen knapp ab und zu aussah. Weil die hatten halt wirklich viele Truppen und unsere Kavallerieeinheiten sind ja schon gut draufgegangen, muss ich sagen. Und wir haben anscheinend gerade den König gekillt von denen. Scheint wieder versöhnt zu sein. Ja, bitteschön, mache ich doch gerne. Ausrauben. 46.000 schmecken zu sehr. War auf jeden Fall knapp. Aber gut. Dass wir den General halt, wie gesagt, von der größeren Armee zerstört haben, das war das Wichtigste. So. Einmal bitte aufrüsten hier. Dankeschön. Können auch mal das machen, schadet nicht. Kanontürme sind eigentlich jetzt auch hier nicht mehr relevant. Ja. Weil da wird kaum noch jetzt ein Gegner hinkommen. Da müssen wir bei Early sein. Ja. England, wie lange müssen wir noch warten? 4 Runden. Ja, da kann ich warten. Annektiert die Siedlung. Kanavaron. Die da oben, ne? Ja, machen wir nicht. Und annektieren werden wir auch nicht. Also das, weil wir bekommen ein paar der momentan besten erhältlichen Einheiten. Das ist uns völlig Wumpe. Dijon wird weiter belagert. Hier gehen wir nach Bern. Hallo, mein Freund. Wenn wir nächste Runde Bern einnehmen. Wobei, ja, wobei erstmal angreifen und dann die Runde darauf einnehmen, aber das ist ja wahnsinnig entspannt. Ist ja nichts drin.